Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Songs of Conquest. Wir spielen schon ein bisschen, ich habe schon ein bisschen weiter gespielt, aber nur ein kleines bisschen. Ich habe Truppen abgeholt, bin nach oben gelaufen, bin hier nach oben gelaufen. Dann habe ich hier eine Armee gesehen. Ich glaube, oh, das habe ich gar nicht besetzt. Ja, keine große Schlacht, aber hier kommt die erste Stadt und da oben ist eine Armee langgelaufen, deswegen habe ich mir gedacht, komm, ab hier machst du weiter. So ist es das. Sehr einfach. Sehr einfach? Das möchte ich mir aber kurz ganz schnell anschauen. Okay, da steht ein Skelett. Das ist wirklich sehr einfach. Dann platziere ich das hier hin, einfach out of spite. Ja, da muss er nämlich seinen Zug dafür verwenden. Ach, wahrscheinlich, weil man da drauf schießen kann, wurde der Zug nicht automatisch beendet. Das ist keine gute Idee von mir, das abzuschießen. Hör mir gerade ein. Schaden? Nahkampfdistanz. Schuss. Ja, ich hätte nicht mit euch schießen sollen. Aber du hast es noch. Oh, du machst es instant. Danke. War blöd von mir, da dran zu schießen. Ja, ja. Sag ich jetzt immer wieder. Sag ich noch dreimal. Am besten. Sind keine gewonnen in. Ja. Schleifen. So. Ich glaube, das war's. So, was ist mit der Armee, die hier war? Hier oben war auch kurz eine, aber die ist wieder weg. Ja, weiter, komm. Bestätigen. Mehr Truppen. Oh, ein lilaner Helm. So, wollen wir diese himmlische Erzmine, die ich warum auch immer nicht eingenommen habe. Guck mal, aufrüsten. So. Kann ich dich aufrüsten? Nein. Guck mal, Wurf. Nahkampftruppen wäre nett. Die hätte ich mir in die Tasche gesteckt. Kann da rein? Jetzt gehört sie mir. Meine Siedlung, na, 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 na. Wo ist denn meine große Siedlung? Hier. Da sind noch. Wir haben mittlerweile auch genug Rohstoffe dafür. Dann baue ich mal hier, weil wir an der Frontline sind, einen Wachturm. Und. Stellt sich fürs Erze hier rein. Wenn da eine Armee ist, dann ist sie vielleicht gerade hier hingelaufen, um diese Dinge zu verteidigen. So, da war eine Armee. Sammelpunkt wäre dann, glaube ich, hier schlauer. Das erste. Ganz schnell. Diese Armee hier aufzurüsten. Aber du darfst hier auch erstmal stehen bleiben und verteidigen. Du nicht. Du holst dir jetzt diesen lilanen Helm und rüstest ihn noch bitte aus. Hast du. Irgendwie hatte ich gedacht, ich hätte dich auch schon ausgerüstet, aber. Da lag ich wohl falsch. Ja, ich habe nur dich ausgerüstet. Hm.
Dann scout hier mal weiter. Einfach weiter scouten. Also. Das ist die Armee. Ja, ich jage dich schon lange, Mensch. Ich werde das Böse Vergeltung üben. Was? Ich werde für das Böse Vergeltung üben, das du auf die Welt losgelassen hast. In der Welt gibt es weder gut noch böse, weder richtig noch falsch. Ich war ein Narr, als ich das früher einmal glaubte. Doch bin ich nach wie vor ein Ritter und ich halte meinen Eid gegenüber den Baron aufrecht und diene dem Volk von Loth. Dein Eid ist eine Beleidigung der Fee. Ich werde dir den Zorn der Bruchwildnis zeigen. Diesen Kampf hast du dir selbst eingebrockt. Ein Ast lässt sich nur so weit biegen, bis er bricht. Gefährlich. Oh. Oh, gefährlich ist gefährlich. Ich habe nur eine Verteidigung hier. Was kommt denn da auf mich zu? Dass es eine gefährliche Schlacht ist. Was zur Hölle? Ah. Hat er gerade mit einem Schlag 5 gekillt? Ruh-roh. Ruh-roh, Shaggy. Ruh-roh. Ah, ich bin so blöd. Ich hatte gedacht, oh, wegen denen mache ich jetzt Fernkampfoffensive, aber meine Hauptarmee ist ja auch alles Fernkampf. The hell is you? Wie? Was ist denn das? 0 bis 2 und dann halten die auch noch so viel aus. Und die triggern keinen Attack of Opportunity. What? Holy moly. Holy moly. Keine Ahnung, ob wir das gewinnen können. 192. I'm sorry. Da kommen AOE-Zauber aus dem out of nowhere, oder was? Okay, wir versuchen so viel Schaden an denen zu machen, wie wir können. Was, wir machen hier das. Ich glaube, du bist deren stärkste Einheit. Du warst da nur einmal. Aua. Okay. Autsch. Und da kommen da noch Debuffs rein. Uff. Na gut, haben wir das geschliffen. War da wenigstens... Der nimmt es nicht ein. Oder doch? Hallo? Er hat's eingenommen. Cecilia, wo bist du? Hier. So. So. Du kommst da rein. Sind das normale? Das sind normale. I.
So, jetzt ist das hier doch eine Armee, die was liefern kann. Okay, du gehst da von oben hin. Jetzt weiß ich auch, warum wir so viele Truppen geschenkt bekommen haben. Weil hier wirklich eine gute Armee rumläuft. Doktorin Mariatta. Warum wollt ihr nicht die Herrschaft des Reiches anerkennen? Sie würde euch willkommen heißen. Kommt, seid nicht stur. Ah, okay, die gehört auch zu dieser Bruderschaft. Ich für meinen Teil wurde stur geboren. Aber ich bin kein Narr, im Gegensatz zu dir. Gell, du bist ein Bock. Er ist bockig. Wahrscheinlich ist es sogar auf Englisch der Joke dafür. Die Baronin war schon immer töricht. Sie mussten früh... Was? Sie mussten förmlich gestoßen in den Wärme des... und den Trost der Kaiserin gezerrt werden. Die Baroninnen... Was? Die Baronin. Ah, okay. Das heißt, sie haben wahrscheinlich sie gebrainwashed. Die Fee sollten sich besser erinnern und sich uns in Aurelias Umarmung anschließen. Wir erinnern uns und stehen auf der Seite von Tapferherz. Bedrohungsgrad unbekannt. Wir haben jetzt zwei Armeen verliehen. Gefühlt ist diese Armee jetzt nicht so stark wie die andere. Das ist aber jetzt gefühlt. Ich meine, der Typ hier ist tot. Wie gesagt, der ist tot. Machen wir mal so viel Schaden, wie wir können. Was war das? Warum wird der gebufft? Hör auf, den zu buffen. Komm, die machen einen Haufen Schaden. Die kommen weg. Flucht. Die Armen. Oh, da kommen immer mehr Buffs. Nee, das wäre schlecht für uns. Kein Zauber, der mir gerade wirklich helfen könnte. Au. So. Dann sind wir wenigstens das hier los. Kein Wunder, dass ich so viel bekommen hat. Jetzt macht es wirklich Sinn. Hat vorher für mich keinen Sinn gemacht, dass wir so viele Truppen geschenkt bekommen. Aber jetzt macht es dies. Och, die töten einen Adligen in zwei, in einem einzigen Turn. Oh, oh. Ui. Meine Items. Wer bist du? Das ist noch ein Held. Das ist noch ein anderer Held. Uff. Hier laufen so viele gegnerische Hüter rum. Oi.
Warum scheint ihr? Oh. Was wird das? Lass doch den armen Typen in Ruhe. Ich glaube, ich muss dich ein bisschen vorne nach vorne moven, dass der da hinten noch schießen kann. Komm, AOE-Zauber raus. Uiuiuiui. Das Game mag mich echt nicht. Okay, wahrscheinlich ist das so gemacht. No clue, ob wir das noch gewinnen. Also diese Schlacht höchstwahrscheinlich. Oder alles, wenn da so viele... Ach, das ist gegnerisch, wenn da so viele Hüter rumlaufen. I'm sorry? Komm einfach AOE-Zauber auf mich runter. Oh, ich hab gedacht, mit dem Buff könntest du es schaffen. Okay. Nach dieser Schlacht müssen wir uns zurückziehen. Ah, du wurdest gedebufft, dass du weniger schießen kannst. Okay, den hier müssen wir upgraden. 103%. Das ist... So. So kriegen wir den am besten. Und einen Zauber. Uff! Kriegsbeute. Wir haben gutes Loot. Wisst ihr was? Wir stecken uns in diese Festung hier rein. Warten, bis Dings kommt. Bis dieser andere von unten, dieser Ritter. Bis der kommt. Und dann sollten wir den doch treffen können, oder? Hoffe ich einfach. Lauf schneller. Oh mein Gott. Mein Brain rattert gerade. Überlegt sich, wie ich diese Kampagne gewinnen kann. Was steht denn da noch? Das? Plus. Habe ich einen Speed Boost? Ich habe einen Speed Boost.
Glaub die. Ja, doch. Die Feelords und diese Raubritter sind die stärksten Einheiten, die ich. So, dann kommt die andere Armee von da oben, please. Bücher. Oh Gott. Das kostet mittlerweile auch mehr. Jetzt kommt der nach unten marschiert. Oh. Da ist er. Eine würdige Schlacht. Ganz ehrlich, du wirst sofort getötet. Du wirst weggesmited. Tut mir leid, es zu sagen, aber das wird passieren. Der hat sich wieder aufgefüllt, oder? Aber wenigstens haben wir jetzt mal ein paar Truppen, die hier verteidigen können. Schaden. Buff ich die doch mal. Au. Au. 2 bis 3, 3 bis 5. Ich glaube, das hier auszuschalten ist eine Top-Priorität. Ach, du bist gar nicht aufgewertet, okay. Never mind then. Ich dachte, das wäre schon ein aufgewerteter Bauer. Habe ihn deswegen da hochgestellt. Debuff ich. Mach ihr, ich überlege, ob ich ihn verteidigen lassen soll. Verteidigen. Deren Ratte hatte natürlich auch kritische Masse erreicht. So dass er fast alles one-hittet. Und dass sie eine Runde zum Nachladen brauchen, beißt uns auch. Die Ratten sterben. Nee, die Ratten sind Klatsch. Die Ratten sind absoluter Klatsch gerade. Und er schätzt die. Ich denke, ah, das sind ja nur Ratten. Aber es sind halt Hunderte von Ratten.
Ja, stimmt. Die dürfen an dir vorbei, aber du darfst ja nicht an denen vorbei. Okay, aber damit sind... Überleb, 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 überleb. Danke. Nichts, was ich tun kann, nichts, was ich tun kann. Armer Ritter. Die arme Ritter ist was zu essen. Oder so. Bah. Oh. Bin die losgeworden. Jetzt muss ich nur noch Leute in den Nahkampf reinbringen. Und du stirbst. Es tut mir leid. Aber du stirbst. Du stirbst nicht. Oh. Ah, Au, meine armen Truppen. Warum wurdest du ge... Schuss! 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 Und wie viel halten die denn aus? Das bringt mir jetzt nichts. So, du bekommst Buffs. Die laden alle nach. Ja, jetzt das hier drauf. Die machen nicht so viel Schaden, halten dafür aber halt gut was aus. So. Leider geht das... Was ist das? Okay. Säure. Säure klingt gut. Jetzt weiß ich, dass ein Haufen Nahkämpfer sehr, sehr wichtig sind. Aha, jetzt sind die Säure verschwunden. Yep. Stirb doch bis... Please, just die. Just do it. Put your mind into it. Das jetzt dreimal an? Ja. Oh. Wir haben ihn besiegt. Yes. Nothing of value lost. Oh. Autsch. Es gibt nicht mal irgendwie, oh, du hast mich besiegt, ich bin jetzt gut. Ich werde nie wieder Böses tun. Du hast mich bekehrt? Nein? Nicht? So, warte.
Schöpfungsessenz. Klingt gut. Klingt gut, ja. Au. Jetzt habe ich 2 Armeen besiegt. Wir brauchen mehr Sägewerke und Schlösser. Hier sollte doch jetzt keine Armee sein, die mich aufhält, das hier nochmal einzunehmen, oder? Oh, wisst ihr was? Ich beende die heutige Folge hier. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr Spaß hattet, lasst ein Like und ein Kommentar da. Weiß ich beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.